So. Jo Leute und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil der ModGem 4 Week. Und heute gibt es auf Platz 6 den, kannst vielleicht an meinem Inventarleiste schon erkennen, The Kitchen Mod. Und der fügt einfach mal geile Sachen hinzu, und zwar, dass man sich Sandwiches machen kann. Und zwar fangen wir mal an mit den Crafting-Rezepten. Einmal gibt es hier ein Messer und ein Cutting-Board. Das ist so gut wie das Wichtigste. Braucht man nur einen Stock und ein Eisen für das Knife. Und für das Cutting-Board braucht man einfach zwei Oak-Slabs und zwei Pressure-Plates. Dann gibt es einmal das Mortal. Und das ist irgendwas anderes. Wie heißt das Ding? Pestle. Und die macht man sich einfach eins mit zwei Steinen und eins mit drei Steinen. Aber naja, halt Cleanstone. Dann einmal Mortal und Pestle, wie kann man es sich vorstellen? Und Käfer mit einer Milch. Na, wollen wir direkt mal anfangen mit Messer habe ich schon, mit diesem Cutting Board. Ah nee, warte, wie stellt man sich erstmal diese Sachen her, die ich im Inventar habe? Also zum Beispiel hier können wir sehen, ich habe Lettuce Leaves und dieser Mod fügt auch Lettuce hinzu. Also als Salat. Und dieses tut man ins Inventar zusammen mit einem Messer. Und dann bekommt man jeweils 5 Let's Leaves raus. Und damit kann man dann einiges anstellen. Ja. Ah, Jump'n'Run Skills. So, dann gäbe es noch zum Beispiel, ich setze mir mal kurz wieder Game Mode 1. Gäbe es noch zum Beispiel, was haben wir hier? Cooked Pork Chops. Guck, Porkchops kann man auch mit einem Messer zusammen reinlegen. Auch nicht. Ne, warte. Guck, Porkchop ging das nicht, oder? Raw Bacon. Cooked Bacon. Wie ging das denn nochmal? Irgendwie. Ah, ne, warte. Das ging, glaube ich. Diesen Mortal im Pestel. Zwar. Wenn es jetzt nicht geht. Wartet. Kann es irgendwie setzen? Was kann man denn damit nochmal anfangen? Warte, ich recherchiere es mal eben. Also Leute, ich habe mich gerade nochmal ein bisschen informiert und habe nichts dazu gefunden, wie man Bacon herstellt. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Comments schreiben. Aber auf jeden Fall geht sonst alles andere. Zum Beispiel hier einmal Cooked Chicken. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Kann man hier reinlegen und dann kriegt man auch. Da muss man. Nee, warte. Moment. Diese Chicken Legs. Ah nee, warte, das ging glaube ich irgendwie. Nee, Moment. Ich glaube, das muss man auch. Ich gehe mal kurz Game Mode 0. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen unvorbereitet bin. Das ist jetzt gerade ein bisschen spontan. Letztes Mal war es mehr vorbereitet. Cooked Chicken Filled. Achso, Filled. Also könnte es vielleicht. Ah, nee! Das könnte es vielleicht sein. So, da haben wir hier zum Beispiel ein Steak. Das dürfte jetzt aber bitte klappen. Ihr wollt mich doch alle veräppeln, oder nicht? Moment. Das dürfte doch mal mit Game Mode 0 klappen, oder? Ich guck mir das noch mal kurz an. Jo, ich war gerade ein bisschen verplant. Also, das Ding ist, man kann das rohe alles machen. Also, zum Beispiel, man geht jetzt in Game Mode 1, holt sich Raw Pork Chop. So, aber nur Raw. Kommt das hier rein und da. Ja, siehst du, bekommt man 3 Raw Bacon pro Stück raus. Kann man das hier reinpacken. Dann dauert das ein bisschen und dann hat man Cooked Bacon raus. Genau so funktioniert es und nicht anders. Dann gibt es halt noch als Beweis sozusagen. Dann gibt es halt noch Karotten zum Beispiel. Möhrchen. Egal, wie man das reinlegt, kriegt man auch Carrot Slices raus. So, ich hätte mir jetzt mal
einen kleinen schmackhaften Burger machen. Übrigens, hier geht das mit dem Käse natürlich auch, mit dem Cheese Slices. Und wie man sich übrigens dieses Piece of Toast herstellt. Achso, vielleicht eine Frage. Dieses mit dem Lettuce, das habe ich euch ja schon gezeigt. Dann gibt es halt noch diese Tomaten hier, Tomato Slices. Das ist ja ganz einfach. Also ich würde mich mal kurz im Game 0 setzen. Das ist ja ganz einfach, das geht ja Warum habe ich den jetzt nicht gekillt, ey? Guck, da ist er auch schon, die Tomate. Ich weiß nicht, ob man die anpflanzen kann, aber ich glaube nicht. So. Ich gehe jetzt irgendwo hin weinen. So, das dürfte ja eigentlich alles klar sein. Auch, oh Gott, das regt mich gerade so auf, ne? Aber das brauche ich eigentlich fast alles hier eh nicht mehr. Ich gehe einfach irgendwo anders hin, wo der Enderdrache nicht mehr sein dürfte. Der Enderdrache ist übrigens noch von der anderen Mod-Review. So, dann wollen wir direkt mal mit dem Sandwich machen anfangen. Ach so, ja, Slice of Bread, erklärt sich auch von selbst. Und dieses Flour, ja, Flour, keine Ahnung. Das, was wir hier haben, ey. Ich hole ganz kurz mal noch ein Crafting Table. So. Das geht nämlich ganz einfach, wenn man Wheat. Er ist unter. Hier, wenn man Wheat mit dem Mortal. Nee, das war mit dem Knife. Oh Gott. Nee, doch nicht, warte. Wie waren das noch? Ach Leute, ich bin total verplant. Oder war das nicht doch mit dem Mortal? Doch, mit dem Mortal, aber so angeordnet. So, kriegt man einen Flour raus. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wofür man das braucht. Und dann kann man das in den Ofen packen. In den Ofen packen. Und dann bekommt man ein Toast raus. Also ein Piece of Toast. So, und jetzt können wir direkt mal anfangen mit unserem Cutting Board hier. Achso, übrigens in der neuesten Version gibt es auch anderes. So, ich lege mal hier direkt etwa 2-3 Stück so hin. So, Piece of Toast können wir da hinlegen. Sieht schon mal geil aus. So, hier gibt es auch Slice of Bread. Ich mache mal ganz kurz auf Time Set Day. So, und hier werde ich einfach mal noch einmal dieses Slice of Bread hinlegen. Das ist eh scheißegal, aber ich finde, das sieht einfach besser aus. So, dann kann ich hier zum Beispiel die Carrot Slice hinlegen, da die Raw. Also mit einer leeren Hand links, rechtsklick, kann man das neueste, kann man die obersten Layer wegnehmen. Guck, da ist auch schon Butter drauf geschmiert. Sehr, sehr schön. Kann auch Hühnchenbeine, nee. Kann man nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür die Hühnchenbeine sind übrigens. So, cooked chicken. Wem es gefällt, kann man so nehmen, wie man will. Tomatoes lasse ich jetzt selber nicht gerne Tomaten, aber egal, so wie man will. So, legen wir hier nochmal ein bisschen Käse drauf. Und dann eine gebackene Kartoffel hätte ich schon lieber gerne. Habe ich überhaupt nichts, was ich... Ach, YOLO, Alter. Ach, das kann man gar nicht brennen. Okay, ja. Da kann man da noch eine Kartoffel drauflegen. Und, keine Ahnung. Also, das muss man sich dann halt auch alles selber herstellen. Lettuce kann ich hier raufpacken. Da. Ich werde gerade angeskypt von Luke. So, und da nochmal Karotten drauf. Das ist so ein Karotten-Sandwich. So. Wo hatten wir das Toast? Ich glaube hier. So, haben wir das fertig. Machen wir das und das auch noch fertig. So, und wisst ihr, was wir jetzt machen können? Können mit was nochmal? Leute. Mit Shift und Rechtsklick. Mit Shift und Rechtsklick können wir hier das ganze Sandwich rausnehmen. Und wir sehen auch, es fängt an zu regnen. Und wir sehen auch, das ist eine sehr, sehr geile 3D-Animation. Welcher Effekt war das mal? Effekt. EricoCraft. Ich glaube 13.
mach ich mal auf 3. Alter, Water Breathing, Alter. Ich mach mal kurz einen kurzen Cut. So, das Ding war nämlich Hunger. Ich gehe mal kurz auf Game Mode 0. So, und Fact 17 gebe ich mir mal. Das ist nämlich Hunger. So, dann nehme ich mir auch nochmal dieses Sandwich und dieses Sandwich. Sieht übrigens, naja, ähnlich aus. Wartet mal. Das geht doch so nicht an hier. Wacht. Ich hoffe, dann vergeht unser Hunger mal ein bisschen schneller hier. Es geht doch gar nicht. Heiß auf. Wenn wir doch peaceful sind. Wenn wir peaceful sind, vergeht der Hunger natürlich. So, Sandwich. Das Toast-Sandwich. Guck mal, das hat im Inventar alles dieselbe Textur. So, ich lege mir mal ganz schnell Milch beiseite. Und da sterbe ich gleich an Hunger. So, und Game Mode 0. So, ich sterbe fast an Hunger. Dann esse ich mal ganz schnell mein Sandwich und krieg wieder 3,5 Hunger dazu. Also, es kommt auch immer drauf an, was man dazu kommt. Ich glaube, diese Carrot Slices hier, zum Beispiel, kann man die auch essen? Ich weiß gar nicht. Ich denke nicht. Ich nehme das hier nochmal. So. Ah, nee. Komm, also, dieses Sandwich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das belegt hatten, aber ich glaube, am meisten auch mit diesem Cooked Beef Dingens. So, ich gucke mir auch direkt mal diese Esstextur an. Ja, die ist nicht anders. Aber man konnte sehen, es hat auf jeden Fall mehr gefüllt. Und mit diesem Sandwich machen wir den Abschluss. Sind wieder 2 Hunger gefüllt. Also mindestens 2 Hunger. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. So. Das war's dann eigentlich auch schon mit der Mod. Es ist zwar eine sehr kurze Mod, aber gerade mit diesen also diese Cutting-Mods kann man wohl nur mit einer Axt abbauen oder sowas. Mit diesen Texturen und so, das finde ich richtig cool. Guckt auf jeden Fall bei der Mod vorbei. Ist auch bestimmt. Es ist auch Multiplayer-fähig, natürlich. Das wäre bestimmt cool im Multiplayer. Ja, was hast du hier für ein Sandwich gemacht? Ja, ganz cool Sandwich. Also guckt in der Beschreibung vorbei, holt euch die Mod. Und damit würde ich sagen, bis morgen oder bis heute, wenn ich was heute nicht mehr rechtzeitig schaffe. Tschüss!